Jetzt verstehen Sie sicherlich, warum ich so fest daran glaube, dass es überhaupt keinen Toten gibt. Da spielt uns jemand seinen Tod nur vor. Ja, und meinen Sie, Sie können das Gericht davon überzeugen? Ich werde dem Gericht zumindest vortragen, was ich an Informationen gesammelt habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer diese Informationen ignorieren wird. Ja, ich sehe gerade, der Verteidiger Jörn Jakob Guthold kommt bei Gericht an. Ich danke Ihnen für das Interview, Herr Feinmann. Herr Guthold, stimmt es denn, dass Sie einen Prozessaufschub beantragen werden? Dazu müsste der Prozess ja erstmal anfangen. Aber mal Spaß beiseite. Mit so einem Antrag würde ich doch die Untersuchungshaft meiner unschuldigen Mandantin unnötig verzögern. Ja, aber wollten Sie nicht erstmal die Exhumierung von Dirk Peters abwarten? Vielleicht liegt er gar nicht in seinem Sarg. Also Leute, bitte, ich verstehe, dass Sie Ihren Job machen. Aber letztendlich, wenn Sie unbedingt über eine Exhumierung berichten wollen, dann sind Sie doch bei mir völlig an der falschen Adresse. Meine Mandantin ist wegen Totschlags angeklagt, den sie nicht begangen hat. Und das hat mit Versicherungsbetrug überhaupt nichts zu tun. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ne? Ja, vielen Dank trotzdem, Herr Guthold. Ja, meine Damen und Herren, wo stehen wir an diesem ersten Prozesstag? Wird es eine Auflösung geben? Hat Theresa Tiller tatsächlich einen Mann erschlagen? Oder lebt Dirk Peters vielleicht auch noch? Diese Fragen hoffen wir heute beantworten zu können. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Frau Tiller, schon her? Hören Sie auf. So. Hören Sie auf damit, Herrschaften, ne? Herrschaften, es müsste doch jetzt bitte mittlerweile jeder sein Foto haben, oder? Nehmen Sie doch bitte ein bisschen Rücksicht. Ja? Ich denke, das reicht jetzt auch langsam. Ja? Bitte. Im Übrigen, wenn Sie mal darauf achten, das Gericht ist langsam reingekommen. Ja. So, nehmen Sie bitte alle Platz. Ich eröffne die heutige Hauptverhandlung in der Strafsache gegen Theresa Tiller wegen Totschlags. Meine Herrschaften, Sie kennen die Regeln hier. Sie können weiter gerne da bleiben, aber keine Fotos mehr ab jetzt, bitteschön. Ja, wie es aussieht, reichen heute nicht mal die Zuschauersitzplätze. Also, ja, Sie können gerne auch hinter der letzten Reihe sich da hinten stehplatzmäßig hinstellen, aber den Gang bitte hier frei halten. Zu Ihren Personalen. Sie heißen Theresa Tiller, 15. Februar 1981 in Braunschweig. Sie wohnen in Wolfsburg, ledig, Bürokauffrau, seit dem 28.05.2009 in Untersuchungshaft in der JVA Hannover. Ende April 2009 hatte die Angeklagte Jason Hill den frisch aus der Haft entlassenen Freund ihres kürzlich verstorbenen Lebensgefährten bei sich zu Hause in Wolfsburg aufgenommen. Weil der Gast ihr nach einigen Wochen lästig wurde, bat die Angeklagte ihn, sich eine andere Bleibe zu suchen. Jason Hill behauptete jedoch, der Verstorbene habe ihm versprochen, er könne so lange bleiben, wie er wolle, und weigerte sich auszuziehen. Daraufhin kam es zwischen den beiden am Abend des 27.05.2009 in der Wohnung der Angeklagten zu einer handfesten Auseinandersetzung. In deren Verlauf griff die Angeklagte gegen 19 Uhr nach einer metallenen Statue und schlug sie dem 29-Jährigen zweimal mit voller Wucht auf dem Hinterkopf. Jason Hill erlitt eine Schädelfraktur und verstarb wenig später infolge von Hirnblutungen. Die Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragraphen 212 des Strafgesetzbuches. Frau Tiller, den Anklagevorwurf haben Sie nun gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich habe Jason Hill nicht getötet. Das glauben Sie mir doch, oder? Vielleicht erklären Sie uns zunächst mal, wie Sie zu Jason Hill standen. Wieso war er bei Ihnen in der Wohnung? Dirk und Jason waren alte Freunde. Und deswegen, ich kannte ihn gar nicht vorher, bevor er bei mir eingezogen ist. Jetzt mal langsam, Dirk Peters ist Ihr verstorbener Lebensgefährte. Genau. Und er hat Jason wohl versprochen, dass er bei uns wohnen kann, wenn er aus dem Gefängnis zurückkommt. Aber davon wusste ich nichts. Und plötzlich hat er dann bei uns vor der Tür gestanden. Und dann habe ich ihn auch reingelassen. Also um auch das zu klären, Jason Hill hat eine Haftstrafe wegen mehrfachen Trickbetrugs verbüßt gehabt, ja? Genau. Er hat im Gefängnis gesessen und Dirk hat ihm wohl ins Gefängnis einen Brief kommen lassen, in dem er versprochen hat, dass Jason bei uns wohnen kann, so lange wie er will. Und ich habe das total vergessen und dann hat er plötzlich bei uns vor der Tür gestanden. Und dann haben Sie ihn bei sich tatsächlich wohnen lassen und wie lange ist er geblieben? 4 Wochen. Wie lange hat er bei Ihnen gewohnt? 4 Wochen. 4 Wochen. Bis Sie ihn erschlagen haben. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn nicht erschlagen. Jetzt gibt es eine Zeugenaussage. Laut der Zeugenaussage sollen Sie am Tattag mit Jason Hill einen Streit gehabt haben. Entspricht das der Wahrheit? Nein, wir haben uns nicht richtig gestritten. Das war überhaupt eine kleine Meinungsverschiedenheit, aber kein richtiger Streit. Und worum ging es dabei? Es ging darum, dass mein Freund ist gestorben. Und ich war einfach noch nicht bereit, dass jemand völlig Fremdes plötzlich bei mir wohnt. Ich habe das nicht gepackt und ich wollte, dass er auszieht. Aber er wollte partout nicht. Es ist doch noch um was anderes gegangen, oder? Herr Staatsanwalt, bevor Sie so weiter rumrätseln, sagen Sie uns doch bitte einfach, was Sie hören wollen. Ich möchte hören, warum Ihre Mandantin Jason Hill getötet hat, Herr Verteidiger. So einfach ist das. Staatsanwalt, auch für Sie gibt es... Und wer weiß, vielleicht ging es noch um was ganz anderes, als nur um die Frage, ob er ausziehen wird oder nicht. Das kann ich Ihnen schlecht vorstellen. Herr Staatsanwalt, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Es ist noch lange nichts bewiesen. Deswegen können Sie mit Ihren Behauptungen, dass meine Mandantin die Tat begangen hat, einfach mal Danke für Ihre stoppen. Überflüssigen Belehrungen. Ja. Gut, dann unterlassen Sie es. Überflüssig ist hier so einiges. Eine vernünftige Frage schiebe ich nach. Ist es während des Streites zu Handgreiflichkeiten gekommen? Nein, es ist nicht zu Handgreiflichkeiten gekommen. Wir haben gestritten, aber bevor es hätte eskalieren können, bin ich ja ins Zimmer gegangen. Und als ich wiederkam, war Jason tot. Und wo genau waren Sie in der Zwischenzeit? Ich war in Dirks Arbeitszimmer. Ja. Sie waren ja im Arbeitszimmer. Haben Sie irgendwas gehört, was sich in der Wohnung abgespielt hat? Einen Streit, den Kampf oder irgendwas derartiges? Nein, ich habe nichts gehört. Ich wollte einfach nichts mehr von Jason hören. Und ich habe die Musik total laut aufgedreht. Und wann sind Sie wieder aus dem Zimmer gekommen? Etwa nach einer halben Stunde. Mhm. Und als Sie dann Jason Hills Leiche gefunden haben, was haben Sie da gemacht? Ich weiß nicht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich total erschreckt, weil er da am Boden lag und er hat geblutet. Ja, sie wurden auch von der Polizei wie folgt vorgefunden. Neben der Leiche, mit der Tatwaffe in der Hand und Blutspritzer von Jason Hill an ihren Kleidern. Ja, weil ich ihn angefasst habe. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Genau. Das alles ist auch weg aus meiner Erinnerung. Herr Staatsanwalt, meine Mandantin stand unter Schock. Das ist angesichts des Anblickes, der sich da ihr geboten hat, ja wohl auch nachvollziehbar. Und sie hat wohl versucht, ihm zu helfen. Ach, versucht zu helfen? Richtig. Herr Verteidiger, wissen Sie, was ich unter Hilfe verstehe? Einen Arzt holen, einen Notarzt anrufen, Polizei holen etc. Das ist Hilfe. Das wollte ich ja, aber ich war total in Panik. Ah, ja. Also Sie sagen, Sie haben Jason Hill nicht getötet. Nein. Da müsste ja jemand anderer gewesen sein. Können Sie vielleicht irgendwie was dazu sagen? Wie sah es denn in seinem Umfeld aus? Als er bei Ihnen gewohnt hat, mit wem hat er Kontakt gehabt? Oder können Sie irgendwas sagen, ob er vielleicht Feinde gehabt hat? Das weiß ich doch nicht. Ich habe ihn doch kaum gekannt. Also für mich steht jedenfalls fest, dass der wahre Täter im Gefängnisumfeld dieses Jason Hill zu suchen ist. Er wird mit irgendjemandem noch eine Rechnung offen gehabt haben. Und dieser jemand, den hat Jason Hill in die Wohnung reingelassen. Oder vielleicht ist er auch in die Wohnung eingebrochen. Eins von beiden. Letztendlich, was da genau passiert ist, lässt sich ja nicht mehr feststellen, weil die Polizei die Tür aufbrechen musste und somit die Spurenlage feststellt. Haben Sie Türläuten gehört? Nein. Kommen wir mal zum ganz anderen Punkt vielleicht. Man sieht ja, es sind halt eigentlich einige Menschen mehr da als sonst üblich. Der Fall hat ja einigen Medienrummel verursacht, ganz offensichtlich. Ja, weil die Leute behaupten, dass Dirk gar nicht tot ist. Und das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Dirk ist tot und begraben. Wie ist denn Ihr Lebensgefährte ums Leben gekommen? Dirk hatte einen Herzfehler, schon von Kindheit an. Und er war deswegen auch immer beim Arzt. Einige von diesen Zeitungen behaupten ja, dass Dirk Peters letztendlich noch am Leben ist und eigentlich der Mörder von Jason Hill ist. Ne? Völliger Quatsch. Dirk ist tot und begraben, verdammt nochmal. Naja, so wie es aussieht, wird er vielleicht nicht lange begraben bleiben. Denn die Versicherungsgesellschaft, bei der Dirk Peters eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, die ist natürlich durch diesen gesamten Medienrummel auf die Sache aufmerksam geworden. Und es geht immerhin um 700.000 Euro. Und die Versicherung ermittelt und sie hat auch bereits Anzeige erstattet wegen Betruges. Und die zuständige Staatsanwaltschaft hat beim zuständigen Gericht auch bereits die Exhumierung beantragt. Warum machen Sie denn sowas? Dirk ist tot. Sie sollen ihn in Frieden lassen, verdammt nochmal. Gut, also ich meine, es steht ja noch gar nicht fest, ob es zu einer Exhumierung kommt. Warten wir das doch einfach mal ab. Gibt es im Moment noch weitere Fragen an die Angeklagte? Danke. Dann nehmen Sie beim Verteidiger bitte schön Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Simone Bayer, bitte. Frau Bayer, guten Tag. Kommen Sie mal bitte nach vorn, nehmen Sie bitte vorn Platz. Ich belehre Sie dann zuallererst, dass Sie mal hier als Zeugin die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißt Simone Bayer, 32 Jahre alt, wohnen in Wolfsburg, verheiratet, Hausfrau, verwandt, verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Kennen Sie und die Angeklagte sich denn? Ja, also wissen Sie, nicht persönlich, nur vom Sehen. Also Sie und der Lebensgefährte, Sie haben im Nachbarblock gewohnt. Ja. Und wie sieht's mit Jason Hill aus? Schauen Sie mal. Der Mann, der gestorben ist? Nein, mit dem habe ich nie gesprochen, aber gesehen habe ich ihn ab und zu. Jetzt haben Sie am 27. Mai die Polizei informiert. Was haben Sie denn beobachtet, was Sie dazu bewogen hat? Ich habe Frau Tiller gesehen und ich habe diesen Herrn gesehen. Mhm. Sie haben einen Streit gehabt, als ich gerade dabei war, meine Wäsche aufzuhängen. Haben Sie den Streit gesehen oder gehört? Zuerst habe ich ihn nur gehört und ich konnte nicht richtig verstehen, was gesagt wurde. Es klang so dumpf und darum bin ich um den Wohnblock gegangen und bin dann dahin und habe durch die Scheibe in die Erdgeschosswohnung gesehen und ja, da waren die beiden dann. Das heißt, da haben Sie die beiden gesehen. Was haben Sie da genau gesehen? Ich habe genau gesehen, wie dieser Herr Frau Tiller am Arm gegriffen hat und sie hat sich losgerissen und er ist hinter ihr her und hat sie wirklich mit voller Wucht gegen die Wand geschleudert und hat sie so richtig mit den Schultern an die Wand gedrückt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich muss doch wissen, wie es gewesen ist. Sie hat es uns ganz anders erzählt. Das muss ich Ihnen schon vorhalten. Sie hat überhaupt nichts von Handgreiflichkeiten geschildert, sondern nur über so einen belanglosen Streit, ja? Das hat's aber gegeben. Ich habe es genau gesehen. Ich habe gesehen, wie er sie gegen die Wand gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob er sie vergewaltigen wollte oder Niemand wollte mich vergewaltigen. Also vielleicht sollen wir jetzt mal was Grundsätzliches klären. Also wenn der Jason Hill sie tatsächlich bedrängt haben sollte und sie keine andere Möglichkeit gehabt haben, um sich gegen ihn zu wehren, als mit dieser Figur hier, dann könnte ihr Handeln natürlich durch Notwehr gerechtfertigt gewesen sein und straffrei bleiben. Niemand hat mich bedrängt. Ich habe niemanden getötet. Ja, wenn es sich aber um einen Totschlag handelt, ja, dann blüht Ihnen eine Haftstrafe. Ich habe niemanden getötet. Frau Tiller. Ich habe sie doch gesehen. Ich habe genau gesehen, wie sie sich gewehrt haben. Frau Tiller, niemand möchte das Opfer einer Vergewaltigung werden. Niemand wollte mich vergewaltigen. Was haben Sie denn gemacht, als Sie gesehen haben, was da in der Wohnung passiert ist? Ich habe gewunken und gerufen und keiner hat mich bemerkt. Ja, und dann habe ich auch gesehen, wie sie sich von ihm losgerissen hat und ist in ein Zimmer gelaufen. Und sie hatte ein Telefon dabei gehabt. Hatten Sie ein Telefon dabei? Ja, ich wollte meine Freundin anrufen, aber der Akku war leer und ich hätte das erst aufladen müssen. Und was haben Sie denn für eine Schlussfolgerung daraus gezogen, dass sie jetzt mit dem Telefon in ein anderes Zimmer abhaut? Ja, wissen Sie, ich dachte schon, eben, also sie wird schon die Polizei rufen und damit wird schon alles in Ordnung gehen. Ja, und wissen Sie, das war so dämlich von mir. Ja gut, machen Sie sich da mal keine Vorwürfe. Sie konnten ja nicht ahnen, wie das Ganze dann letzten Endes ausging. Doch, ich hätte ja nicht zurück in meine Wohnung gehen müssen. Die ganze Zeit ist mir dieser Streit nicht aus dem Kopf gegangen. Ja, und ich habe ja gedacht, Frau Tiller wird die Polizei rufen und es wird schon noch ein Streifenwagen kommen. Aber es ist niemand gekommen. Was haben Sie dann gemacht? Um mich zu vergewissern, ich bin einfach noch mal runtergegangen und habe dort noch mal durch die Scheibe geschaut, aber ich habe niemanden mehr gesehen. Und ich bin dann einfach durch den Hausflur zur Wohnung gegangen und habe an der Tür gelauscht. Ich habe auch ein Schluchzen gehört. Und ich habe gedacht, vielleicht hat dieser Mann ihr doch vielleicht was getan. Und dann habe ich geklingelt. Aber es hat mir niemand geöffnet. Und dann habe ich mir gedacht, dann rufe ich eben die Polizei. Ja, und ich bin auch nicht vor der Tür weggegangen. Ich bin stehen geblieben, bis sie gekommen ist. Als die Polizeibeamten dann kamen, da haben die dann doch den Briefschlitz in der Tür durchgesehen und haben dann die Angeklagte neben der Leiche von Jason Hill gesehen und die Tür dann aufgebrochen. Ja, und dann habe ich diesen Herrn eben da liegen sehen und ich wollte auch zu Frau Tiller. Die habe ich ja daneben stehen sehen, aber die Polizei hat mich ja nicht gelassen. Ich denke, wir sollten an der Stelle mal zur Verlesung des Obduktionsberichtes kommen. Wird hiermit verlesen. Hier steht, die Leiche von Jason Hill wies 2, 3 und 4 Zentimeter lange Platzwunden am Hinterkopf auf, die auf 2 Schläge schließen lassen. Diese führten zu einem Schädelhirntrauma 2. Grades. Die Gewalteinwirkung führte zu einer Fraktur des Schädelknochens und damit zu massiven Einblutungen zwischen Schädelknochen und äußerem Blatt der harten Hirnhaut. Letztere führten innerhalb von ca. 30 Minuten zum Tod durch multiples Organversagen. Und aus dem Gutachten der Spurensicherung ergibt sich, dass es sich bei der Tatwaffe um diese Metallfigur gehandelt hat. Haben Sie das gehört, Frau Tiller? Haben Sie gut zugehört? Ich habe niemanden getötet, soll ich das sagen? Nicht. Schläge auf den Hinterkopf seitlich. Sie können gar nicht, in Notwehr gehandelt haben. Jason Hill stand schräg zu Ihnen, als Sie zugeschlagen haben. Er kann sie also gar nicht bedroht haben in diesem Moment. Staatsanwalt, meine Mandantin hat gar nicht behauptet, dass sie in Notwehr gehandelt hat. Haben Sie denn in der Zeit da jemanden gesehen, der das Haus betreten hat? Also während Sie auf die Polizei gewartet haben? Oder jemand, der das Haus verlassen hat? Nein, betreten hat es niemand und verlassen auch nicht. Es sind höchstens ein paar Passanten dran vorbeigelaufen. Also, so viel zu Ihrer Theorie vom großen Unbekannten, Herr Verteidiger. Kommen Sie. Vielen Dank für die Hilfestellung, Herr Staatsanwalt. Frau Bayer, Sie haben eine ganze Weile von Ihrem Haus zur Wohnung geschaut, richtig? Und da haben Sie dann auch die ganze Zeit zur Wohnung geschaut. Sie haben also keinen einzigen Moment ausgelassen. Nein, die ganze Zeit natürlich nicht. Ich bin Hausfrau, ich hatte ja auch noch zu tun. Was zu tun. Ne? Richtig, so zur Klarstellung. Ich begrüße natürlich, dass Sie so eine Vorzeigezeugin sind, wie Sie hier so zu verstehen geben. Aber ich würde Ihnen ganz gerne mal zur Klarstellung eine kleine Zeichnung hier anheften. Wir sehen hier einen Aufblick auf die Siedlung. Ja. Sie wohnen hier in dem rechten Haus. Ganz genau. Und hier im Erdgeschoss ist die Wohnung, in der das Opfer gewohnt hat. Haben Sie von hier rüber geschaut zum Eingang? Das sehe ich richtig. Hier ist der Hauseingang. Ne? Haben Sie auch die Seite des Hauses beobachten können? Nein. Konnten Sie nicht. Das heißt also, dass Sie diesen Eingang, diese Treppe zum Fahrradkeller, durch die jederzeit jemand hätte ein- und ausgehen können, ne? Der Täter, unbesehen, konnten Sie gar nicht einsehen? Nein. Wenn Gut. da einer an- und ausgeht, dann kann ich das natürlich Vielen nicht. Dank, das reicht mir erstmal. Ja, Herr Verteidiger, nur dummerweise gab es an der Hintertür keinerlei Spuren und schon gar nicht Einbruchsspuren. Hat noch jemand Fragen an die Frau Bayer? Keine Frau Bayer, herzlichen Dank, Sie dürfen den Platz nehmen. Der Zeuge Raimund Peters, bitte schön. Und die Zeugin bleibt unvereidigt. Sind Sie Raimund Peters? Tut mir leid, Herr Vorsitzender, Herr Peters ist noch nicht erschienen. Oh, ordnungsgemäß geladen ist er eigentlich. Können Sie vielleicht mal schauen, ob er sich irgendwo in der Gegend im Haus hier aufhält? Und wenn nicht, dann bitte bei der Geschäftsstelle bei der Frau Jung veranlasst, dass sie versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Da machen wir beim nächsten Zeugen weiter. Harald Feinmann, bitte. Feinmann, kommen Sie mal rein, bitte. Herr Feinmann, guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Ich belese zunächst mal, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Harald Feinmann, 35 Jahre alt, wohnen in Wolfsburg, Sie sind geschieden. Gastwirt, verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten. Aber nehmen wir an, Sie wissen, was ihr vorgeworfen wird. Sie soll Jason Hill mit dieser Metallfigur hier erschlagen haben. Ja, aber das kann ich nicht glauben, dass sie das wirklich getan hat. Wie stehen Sie denn zur Angeklagten? Gar nicht. Sie war öfter in meiner Bar, früher mit ihrem früheren Freund. Und natürlich hat man sich mal unterhalten hier und da. Aber näher gekommen sind wir uns nicht, auch nicht später, als sie dann mit diesem Jason Hill gekommen ist. Mhm. Ganzen Stapel Zeitungen habe ich hier. Schauen Sie mal. Der falsche Tote, wer liegt im Sarg? Dirk Peters, nicht tot, sondern ein kaltblütiger Mörder. Schrecklicher Totschlag in Wolfsburg, Vermieterin wurde angeklagt. Freundin unschuldig angeklagt, Fragezeichen. Also, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, dann haben wir all das hier Ihnen zu verdanken. Ja. Deswegen habe ich Sie auch geladen heute. Das war mein Werk und ich bin stolz darauf. Wissen Sie eigentlich, was Sie mir damit antun? Sie sollten mir dankbar sein, ich will Ihnen nur helfen. Sie ziehen meinen toten Freund in den Dreck. Er ist gar nicht tot. Er ist ein Mörder und er will Sie auch über die Klinge springen lassen. Also, jetzt muss ich schon mal was erstmal klären. Wenn Sie weder die Angeklagte noch den Dirk Peters näher kennen, dann würde mich doch interessieren, wie Sie auf die Behauptungen gekommen sind, Dirk Peters sei am Leben. Ich weiß, Sie wollen mir nicht glauben. Ich weiß es deswegen so genau, weil Jason Hill es ihr gesagt hatte. 2 Tage vor seinem Tod in meiner Bar. Und ich habe es zufällig mitbekommen. Was genau haben Sie denn mitbekommen? Nur das. Er hat ihr gesagt, dass der Typ noch lebt. Und sie ist dann aufgestanden und gegangen. Frau Tiller, hatten Sie jemals so ein Gespräch mit Jason Hill? Ja, das Gespräch hat's gegeben. Aber wie gesagt, Dirk wird mir sowas nie antun. Wir haben uns geliebt, er und ich. Verstehen Sie das? Herr Feinmann, ich bin wirklich entsetzt, das muss ich mal mit aller Deutlichkeit sagen, wie Sie hier mit dem Zustand fahrlässig umgehen meiner Mandantin. Ja, Sie setzen sie hier einen psychischen Stress aus, diesen ganzen Rummel stoßen Sie los und das aufgrund eines Gespräches mit einem noch nicht mal guten Bekannten, in dem eine Vermutung geäußert wurde. Also ganz so war es ja jetzt nicht. Nachdem sie gegangen ist, ist Jason Hill ja noch in meiner Bar geblieben. Und dann hat er noch ein paar Bierchen getrunken und noch ein paar. Und dann hat er mir so einiges erzählt. Jason Hill glaubte, dass ein alter Freund von ihm seinen Tod nur vorgetäuscht hatte. Und er hatte Fakten gesammelt, die das beweisen sollten. Zum einen, dieser alte Freund stammte aus einer wohlhabenden Familie und hatte sein komplettes Erbe schon aus dem Fenster geworfen, also hatte selbst nicht mehr viel Geld. Das allein hatte er schon aus den Bankdaten erfahren. Jetzt sagten Sie, zum einen hat es noch was gegeben? Ja, zum anderen, die Angeklagte war, als Dirk Peters gestorben ist, gar nicht im Land. Sie war in Amerika und hat ein Praktikum gemacht. Sie hat also gar nicht die Leiche gesehen, also auch nicht Dirk Peters identifizieren können. Wer hat denn die Beerdigung ausgerichtet, Frau Tiller? Das war Raimund, Dirks Bruder. Aber ich war bei der Beerdigung. War der Sarg geöffnet? Haben Sie die Leiche gesehen? Nein, aber... Na dann? Aber der Raimund, sein Bruder, der hat ihn gesehen, oder? Ja, natürlich hat er ihn gesehen. Ach ja, der Bruder, der auch das Geld von der Lebensversicherung kassiert hat. Bin ich denn der Einzige, dem das hier komisch vorkommt? Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass der Hausarzt den Tod von Dirk Peters festgestellt hat. Das ist ein Totschlagargument, ich weiß. Aber so ist es nicht. Ich habe selbst nämlich in diese Richtung recherchiert und habe so einiges herausgefunden. Und was? Der Hausarzt, der kann nichts dafür, der hat nichts falsch gemacht. Der hat den Tod, den natürlichen Tod eines Mannes festgestellt. Doch als er am Todestag von Dirk Peters in die Wohnung kam, war er zum ersten Mal dort, weil dieser Hausarzt hatte erst vor kurzem die Praxis übernommen. Und da kommt dann der Bruder ins Spiel. Der hat nämlich dem Hausarzt erzählt, dass die Leiche Dirk Peters sei. Ich sag's ja, Sie sollten sich den Bruder mal vornehmen. Kennen Sie denn Raimund Peters denn? Nein, den kenne ich gar nicht, aber mir reicht schon, dass er das Geld kassiert hat. Und das hat auch Jason Hill gereicht. Ja, aber Herr Feinmann, hören Sie mal zu. Das Geld von der Versicherung, dem ist man ja nachgegangen. Und da hat man festgestellt, dass Raimund Peters von diesem Geld ein Haus gekauft hat. Das Kapital ist also noch vorhanden. Wenn also der Tod von Dirk Peters inszeniert worden wäre, ja, dann hätte er doch das Geld wirklich mitgenommen. Nein, das ist ja nicht so, dass ich mir das nicht genau überlegt hatte. Und genau so hatte sich das Jason Hill auch überlegt. Und das hat ihm gereicht. Er war sich sogar so sicher, dass sein alter Freund noch lebt, dass er ihm eine Nachricht hat zukommen lassen über seinen Bruder. Moment, bitte. Und waren Sie erfolgreich? Leider nein. Also der Raimund Peters scheint nicht im Gebäude zu sein. Und die Frau Jung hat ihn auch nicht erreichen können. Naja, vielleicht kommt er noch. Entschuldigung gerade. Herr Feinmann, wir sprachen gerade von einer Nachricht, die Jason Hill an den Dirk Peters geschickt haben soll. Wissen Sie, was das für eine Nachricht war? Ja, Raimund Peters sollte seinem Bruder Dirk ausrichten, dass Jason Hill ihn am 27. am Riesenrad treffen will. Ich weiß allerdings nicht, ob dieses Treffen stattgefunden hat oder wo dieses Riesenrad sein soll. In der Stadt gibt es keins. Also wenn Sie jetzt diese ganzen Informationen gesammelt haben und sich Ihrer Sache da so sicher sind, wieso sind Sie dann nicht gleich zur Polizei gegangen? Sie haben sich erst vor 2 Wochen gemeldet, allerdings auch da nicht bei der Polizei, sondern bei der Presse. Hm? Das hatte 2 Gründe. Zum einen wollte ich noch mehr recherchieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Und zum anderen wollte ich mich natürlich auch selbst schützen, damit die Brüder nicht Zeit hatten, mich zu beseitigen. Jetzt aber wieder meine Frage, warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Was hätte die Polizei getan, wenn ich mit meinen Informationen zu Ihnen gekommen wäre? Ja, sie hätte wenigstens ermitteln können. Genau. Und das hätte sie sicherlich auch sehr ordentlich getan. Das heißt, Sie hätten erstmal vorsichtig nachgeprüft, was ich gesagt hätte. Was hätte das bewirkt? Das hätte bewirkt, dass die Brüder gewarnt worden wären und wirklich genug Zeit gehabt hätten, mich um die Ecke zu bringen. So bin ich in die Offensive gegangen und jetzt kann mich niemand mehr heimlich um die Ecke bringen. Das ist doch alles Quatsch. Frau Tiller, er will Ihnen doch nur helfen. Jeder von uns will Ihnen helfen. Jetzt nehmen Sie das doch mal an. Da kommen Sie nicht durch. Die ist diesem Dirk Peters hörig. Das habe ich so oft gesehen, wenn die bei mir in der Bar rumhingen. Lassen Sie mich doch alle in Ruhe. Sie wollen sich einfach nicht helfen lassen. Ist egal. Die Versicherung weiß Bescheid und der Sarg wird mit Sicherheit ausgegraben. Noch Fragen an den Herrn Feinmann? Danke, nein. Herr Feinmann, da dürfen Sie auch hinten Platz nehmen. Herr Seeloff, wären Sie so freundlich, würden bitte noch mal schauen, ob der Raimund Peters inzwischen draußen ist und der Zeuge Feinmann bleibt unvereidigt.